So, ihr seht, wir haben hier ein bisschen was aufgebaut und zwar einige Produkte, die alle mit dem Label Rouge Logo versehen sind. Das heißt, es sind alles Produkte aus der bäuerlichen Freilandhaltung Produktion. Und wir haben einen Warenkorb, das heißt also, wir haben nicht nur Hähnchen, sondern wir haben auch andere Produkte, wie zum Beispiel die Barbarieente. Hier haben wir eine weibliche Barbarieente, aber wir haben auch männliche Barbarieentenbrust und auch weibliche Barbarieentenbrust. Dann haben wir hier von der Pute die Brust. Ihr seht, das ist eine kleine Brust. Ich hatte es schon angesprochen einmal. Wir reden hier von einer Medium-Rasse. Ich habe es gar nicht angesprochen. Das ist erst zum Schluss, ne? ihr seht hier, haben wir eine kleinere Putenbrust. Wir reden hier von einer Medium-Rasse im Freilandbereich. Das ist die sogenannte Schwarzfederpute. Also diese wächst in Frankreich auf und ist deutlich kleiner wie das, was wir in Deutschland kennen im Mastbereich, wo wir von der Big Six sprechen. Hier haben wir eine leichte Putenware mit einem festeren Fleisch und bedingt dadurch auch ein besseres Safthaltevermögen und vor allen Dingen auch ein intensiverer Geschmack. Dann haben wir hier ein Hähnchensortiment. Und zwar unterscheidet man diese alten Rassen nach bestimmten Kriterien. Immer auch an den Farbverläufen der Kniekehlen. Wenn man das hier sieht, dann sieht man, das ist schwarz und das ist auch eine schwarze Rasse. Also die Rasse ist eine Poulet Noir, ein schwarzes Hähnchen. Und zwar ist das hier das Poulet Noir Connu, ein schwarzes Hähnchen mit nacktem Hals. Dann haben wir hier ein Maishähnchen. Das sieht man, die haben immer gelbe Kniekehlen, also gelbe Beine. Und die sind hervorragend geeignet, um dieses Mais, was ein sehr fetthaltiges Getreide ist, sich im Körper abzusetzen, nämlich intramuskulär. Das Fett lagert sich intramuskulär in den einzelnen Fleischfasern ab und das sorgt für den entsprechenden Geschmack. Das ist hervorragend geeignet, um das Hähnchen zu grillen. Während das Schwarze, ja, das ist so ein Bewegungstalent, der ist mehr unterwegs, das Hähnchen draußen auf der Wiese, das baut mehr Muskulatur auf, das baut mehr Bindegewebe auf und dadurch ist es perfekt geeignet zum Schmoren. Und das Letzte, was wir haben, ist das weiße Hähnchen. Hier sieht man auch weiße Kniekehlen. Immer aus der Produktion bäuerliche Freilandhaltung. Hier haben wir jetzt sogar bäuerliche Freilandhaltung, unbegrenzter Auslauf. Schlachtalter hier 84 Tage bei den Hähnchen. Alte Rassen, langsam wachsend. Natürlich gibt es die auch als Teile. Wir haben jetzt hier vorne mal als Beispiel die Hähnchenkeulen. Und zwar so, wie man die immer schneidet, im Gelenk geschnitten. Nicht mit Rückenschnitt, wo der halbe Rücken mit drauf ist, sondern hier haben wir den Oberschenkelknochen freigelegt und das ist im Gelenk geschnitten, also eine Hähnchenkeule im Gelenkschnitt. Weiter geht es hier mit den Wachteln, die wir hier vor Ort haben. Das ist der kleinste aller Feldhühner, ein sehr mageres Geflügel, sehr klein, aber das beste Fleisch-Knochen-Verhältnis und vor allen Dingen auch das beste oder das magerste aller Geflügelarten, die wir haben. Auf der Brust haben wir nur 0,2% Fett und das ist sehr, sehr wenig für den Bereich. Man sieht auch, wie mager das ist, scheint blau durch. Es ist halt sehr, sehr intensiv vom Geschmackswert her. Es erinnert so ein bisschen an Wild. Und wenn wir beim Wild erinnern sind, dann gilt das für das letzte Produkt, was wir hier haben, auch. Das ist das Perlhuhn. In Frankreich heißt der Vogel Pantade. Geschminkter Vogel, man sieht es hier an dem Produkt, was wir hier als Effiletware haben, das heißt mit Kopf und mit Beinen, also so handelt der französische Geflügelfachhändler seine Ware. Das machen wir in Deutschland natürlich nicht, weil ich glaube, da würden einige schreiend aus dem Markt laufen, wenn die Tiere da im Ganzen in der Theke liegen. Aber so kauft auch der französische Gastronom seine Ware ein, weil er kann dann das ganze Tier komplett verarbeiten. Der Hals bleibt ganz, ich kann da eine Vorspeise draus machen und was interessant ist, hier sind auch noch die Innereien in natürlicher Lage im Tier. Es ist nur der Darm gezogen, also Magen, Leber, Herz, das ist alles noch drin. Das entnehme ich dann, wenn ich es vor dem Zubereiten habe und kann das dann entsprechend auch verarbeiten. Vielleicht für eine kleine Farce, die ich dann als Füllung nehme. Aber es gibt es natürlich auch grillfertig, das Perlhuhn, Pantade, der französische Clownvogel, ein sehr, sehr intensives Fleisch, sehr, sehr geschmacksintensiv, dunkel gefärbt und ja, sehr angenehm, super vielseitig in der Zubereitung.